Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eldarum zu einem neuen Part Minecraft Arnor mit dem Zwergenfürst. Ja, wir haben auf jeden Fall einiges im Inventar. Schaut so aus, als ob ich auch offscreen ein bisschen gespielt hätte. Ja, da habe ich diese Karte hier. Die hier habe ich offscreen mal angeschafft. Ja. Da kann man gut sehen, das ist unser Dorf hier, das, der weiße Fleck dort, das ist das Gebirge, auf dem wir uns gerade befinden. Ja, das kann man mal mit auf Reisen nehmen und mal immer weiter ergänzen. Das ist, ja, habe ich auch schon mal ein bisschen benutzt. Kann man das an die Wand bringen? Ich glaube nicht. So, Karotte habe ich auch mit dabei. Gleich mal schnabulieren. So, Redstone. Hier habe ich zum Bauen der Karte gebraucht. Ich kann es euch mal zeigen, wie man es macht. Ich glaube, die Karte war hier irgendwo. Wo war denn die gleich? Papier können wir auf jeden Fall hier herstellen. Auch nicht schlecht. Wo war die Karte? Ja, auf jeden Fall seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodum zu einem neuen Part. Habe ich das schon gesagt? Ach, was soll's. Falls ich das noch nicht gesagt habe. Ich bin ein bisschen... Ja, hier ist die Karte, leere Karte. Da bräuchte ich einen Kompass für und Papier. Den Kompass, den erstellt man so mit Redstone und Eisen. Können wir gleich noch einen erstellen. Brauchen wir bestimmt irgendwann mal. Ja, irgendwo für. So, hier kommt der Redstone rein. Redstone. Die Truhe. Eisenspitzhacke, die nehmen wir mit. Eisen kommt hier rein. Kohle kommt da drüben hin. Müssen wir jetzt nicht ewig rotieren. So, wo legen wir die Karte hin? Ach ja, Bogen, Angel und so weiter. Habe ich auch noch eine Karottenangel. Die legen wir hier mit in die Waffentruhe rein. Ganz viel nützliches Zeug. Nicht nur Waffen. Hier drin. So, Erde. Ja, Papier. Wo kommt Papier mit zu Holz, oder? Tun wir einfach mit zum Holz rein. Papier. So, Dreck kommt hier in diese Kiste. Da sieht, können wir auf dem Weg wegschmeißen. Ja. Da tun wir das hier rein. Eier können wir auch gleich hier loswerden. So. Dann packen wir das hier mit in Munition und Co. Falls ich das irgendwann mal wieder finde. Ja. Eimer. Ja, das ist gut. Das können wir mitnehmen. Das können wir hier brauchen. Ich habe heute nämlich was Großes vor. Ich habe vor heute... mit euch hinunterzugehen in The Cave. Ja, da werden wir gleich runtergehen. So, die Eisenhacke kann hier bleiben. Holzschwert wollte ich mitnehmen. Besser als nix.
Wenn wir runtergehen. Den Bogen noch mitnehmen? Nee. Komm, den lass ich oben. Den will ich nicht verlieren unten. Eine Axt. Okay. Nee, die Spitzhacke nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Andere sieht. So, das schmeißen wir gleich auf dem Weg nach unten weg. Da geht's in the cave. Ja. Okay, hier habe ich schon ein bisschen angefangen zu bauen. Hier soll mal so ein bisschen unterirdisches Stadtsystem stattfinden. Dann werde ich mich dann irgendwann mal hier durchbauen. Da werde ich eine Verbindung schaffen zwischen meinem Keller und der Taverne und dem Rathaus, falls man es geben sollte. Irgendwann ein Rathaus und Kirche und so weiter. Aber jetzt gehen wir erstmal hier runter, ganz weit hinunter. Bis zum Grundgestein geht diese Höhle. Die habe ich euch ja noch nie gezeigt. Ja, wird mal Zeit, dass wir hier mal in den Part runtergehen. Das habe ich offscreen auch ein bisschen gebastelt. Nur hier war mal ein bisschen Kohle. Habe ich abgebaut. Ja. Habe ich ja schon erzählt, war mir mal während einer Zugfahrt ein bisschen langweilig. Da habe ich ein bisschen mich runtergegraben. Ja, hier geht's lang. Ist vielleicht ein großer Fehler, aber wir gehen in eine Höhle rein. Ja, die gibt es schon, die Höhle. Wow, hier gibt es eine Höhle. Da, wo man hier um die Ecke geht, gibt es auch ein kleines Höhlchen. Ein bisschen Eisen. Hier ist ziemlich gefährlich. Hier war ich schon öfters, hier bin ich öfters schon drauf gegangen. So, Bruchstein, da brauchen wir es mal, um uns hochzubauen. Um an das Eisen ranzukommen. Ups. Das Eisen will ich haben. Ja, damit. Oh, hier ist noch mehr davon. So, holen wir es uns. Nice. Eine Eisenmine. Eine Eisenader, meine ich natürlich. Eine Mine ist es nicht. Warum ist der Sound so leise? Muss gerade mal gucken. Ja, so leise ist er gar nicht. Geht eigentlich. Die Höhle, die ist gefährlich. Davor habe ich Angst. Ich gehe mal hier weg. Da bin ich viel zu oft verreckt. Offscreen, natürlich. So, da waren einige Sachen hier unten. Vor allem Eisen. Und Lava ist da unten. Oh, hier sehe ich was. Das ist gut. Sieht doch nach Gold aus. Das können wir gebrauchen. Nice. Hole ich mir. Nehme ich mit. Ein bisschen Gold vorkommen. Müssen aufpassen, dass hier, ja, Golderz. Dass die Monster uns nicht auflauern. Licht haben wir hier auf jeden Fall genug. Hier war ich auch schon unten. Fackeln habe ich jetzt keine mitgenommen. Ja. Alles klar. Müssen wir bloß wieder hochfinden. Dürfen wir nicht wohin laufen, wo wir nicht mehr zurückkommen. Ja. Ich glaube, hier waren wir so schon mal in einem Part in dieser Höhle. Das ist eine der Höhlen, wo wir schon mal drin waren. Das ist, wo wir andere Wege hingekommen sind. So, eigentlich habe ich hier alles schon ordentlich abgeerntet. Ich gucke bloß gerade, ob ich hier noch was finden kann. Sonst grabe ich mich weiter hinein. Nehme ich mir ein paar von den Fackeln mit und grabe mich tiefer hinein. Ja, es ist nicht mehr ganz so viel los hier. Wie gesagt, alles abgegraben. Ja, hier, das ist die Stelle, die dürftet ihr kennen. In dem Part mit dem Namen Tumult unter der Erde oder Tumult oder unter der Oberfläche oder so weiter, so, da war ich hier nochmal unten. Da war ich einmal, das ist, glaube ich, fragt mich nicht nach Partzahl.
Irgendwas mit 30, glaube ich. Gerade 31 oder so könnte es sein. Vielleicht kommen wir ja zu dem Eingang, wo wir damals eingestiegen sind. Ja. In Höhlen bin ich schon öfters verreckt. Ich wollte mir ja eigentlich Fackeln mitnehmen. Aber gut. Ich habe mal Lava. Zum Glück habe ich ein paar Eimer mit. Eigentlich müsste man mal in der Nähe von Lava buddeln. Das ist eigentlich immer das Beste. Da ist man nah an den Diamanten dran. Diamanten bräuchte ich mal. Das wäre eine gute Idee. Hier mal Diamanten zu finden. Das wäre eine tolle Sache. Na komm, hoch da. So, da geht's noch höher. Okay, vielleicht sollten wir hier wirklich mal Fackeln mitnehmen. Hier ist nur diese eine. Ziemlich dunkel hier. Nur von Lava erleuchtet. Vorsichtig. Hier ist viel, viel Lava. Müssen wir die Eimer trennen. Den Eichensatz, den setze ich mal hier hin. Den kann ich hier unten nicht einpflanzen. Kann ich die Eimer hier halbieren? Hälfte nehmen, ja. Dann hole ich mir ein bisschen Wasser und schütte die Lava zu. Auch wenn es dann ganz dunkel wird für uns. Aber ja. Okay, das kann ich noch nicht wegnehmen. Ich muss bis ganz nach oben an die Quelle. Alles klar. Vielleicht hier ein bisschen was. Müssen wir hochschwimmen. Aber bloß nicht fallen. Wir haben genug Herzen, aber ja. Fallen wäre trotzdem nicht schön. Na denn. Ich habe mir vor diesem Part mal gedacht, worüber können wir denn in diesem Part reden? Mir ist tatsächlich nichts eingefallen. Gibt gar nicht so viel zu reden. Mir fällt gerade kein Thema ein. Können wir heute mal einen Part machen, wo ich nicht so viel rede. Hier ist es viel zu dunkel. Können wir mal eine Fackel reinholen? Hier scheint es Schätze zu geben. Ich klaue mir mal die Fackel hier. Da drüben ist noch eine. Okay, können wir die uns mitnehmen. Ich sagte mitnehmen. Jo, habe ich. Noch ins Inventar packen. Hier sind viel zu viele Fackeln. Tja. Die hängen manchmal an Stellen, wo man sie gar nicht braucht eigentlich. Fackeln. Ist trotzdem hell genug. So, mal zwei Fackeln hier mitnehmen. Ins Dunkel da oben. Damit ich zumindest irgendwas hier so ein bisschen Licht machen. Ja, hier gibt es ein bisschen Kohle. Eisen habe ich da auch schon gesehen. Oh, ich höre Monster. Das ist nicht gut. Ich habe nur ein Holzschwert, ein Spielzeugschwert mit dabei. Hier Eisen. Eisenpropeisen. Ein bisschen abbauen. Kann man immer gebrauchen. Eisen ist immer gut. Irgendwann braucht man es sicher. Gold ist natürlich auch gut. Wozu, frage ich mich immer noch. Aber ja. Das sieht gut aus. Das will ich haben. Das ist ins Markt. Sehr gut. Ich höre Monster. Wo sind sie? Da oben ist noch Eisen.
Okay. Ich höre, aber sehe nicht. Okay. Hilfe. Sollte ich hier vielleicht abhauen? Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Komm, das Eisen nehme ich mir noch mit. Das Eisen noch. Nein, nicht. Ja, das ist kein Eisen, ich meine die Kohle. Sorry. Ein paar Level noch mitnehmen. Ich meine, ich sterbe hier unten eh, aber da fließt die Kohle weg. Okay, da oben versperrt mir noch was den Weg. Jetzt nicht dumm sein und runterfallen. So. Hier ist Eisen. Kohle. Zwei kann Kohle nicht mehr von Eisen unterscheiden. Hups. Ja, ich sagte nicht runterfallen. Verdammt. Kohle können wir gebrauchen. Okay, hier gibt es einiges an Kohle. Das fällt jetzt alles da ins Wasser rein. Da müssen wir runter. Hinterher. Fließt in die Lava oder was? Ach, wir wollten jetzt eigentlich Wasser abbauen, aber gut. Können wir die Lava auch abbauen mit dem Eimer. Und ich glaube, ich habe mich schon verirrt. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo es rausgeht. Jetzt haben wir auf Abstand halten. Puh, auf Abstand halten, sagte ich. Puh. Ja, ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Aber gut. Puh, Creeper! War zum Glück weit entfernt. Okay, ich glaube, wir sind immer noch hier auf der Stelle gelaufen. Hier gibt es nicht viel zu sehen. Gibt es nicht viel zu holen. Blöde Fledermaus. Kann man die irgendwie töten, die Fledermaus? Oh oh, Zombie. Oh, Kacke. Ich sehe was. Luke. Komm zu dir, die. Ich sehe es kaum und ihr seht es wahrscheinlich noch weniger. Da spürt ihr es. Ja. Okay, hier ins Dunkle hinein. Das ist nicht gut. Haben wir eine Fackel dabei? Nein, wir haben keine Fackel dabei. Das ist schlecht. Schlecht, Herr Specht. In der Brücke bauen. Brücken statt Mauern. So, eine Fackel zumindest mal dabei haben. Ist nicht schlecht. So, den Stein können wir mal hier rein tun. So. Monster. Puh. Jetzt tief hinein. Ist noch ein bisschen Kohle. Hier werden wir doch gleich von hinten angegriffen. Puh, Hilfe. Oh, hier ist Eisen. Eisen und Kohle. Okay, die zumindest nahe. Okay, hier ist ein Loch.
Hilfe. Ich hab Angst. Ich will doch nur abbauen. Ich will euch nix. Creeper! Verpiss dich. Oh nein. Jetzt hat's meine Leuchte. Ja, schnell weg hier. Im Dunkeln. Nicht so sehr rumkriechen. Dunkeln ist gut munkeln. Na, kommst du her. Böses Zombielein. Frick doch in der Lava. Alles hier nur im Halbdunkeln. Ja, hier gibt's nicht mehr viel zu holen. Habe ich wirklich offscreen alles abgearbeitet und wieder verloren, wenn ich draufgegangen bin. Ich glaube, wir machen uns mal wieder auf den Weg zurück. Ich will hier nicht draufgehen in die Höhle. Zombie. Nein. Böser Zombie. Uah, hab nur noch 2 Herzen und kein Essen mehr. Schnell hinauf. Wir müssen uns wirklich auf den Rückweg machen. Nein. Ich will hier nicht drauf gehen. Heute nicht. Nicht in diesem Ort. Ja, das war glaube ich schon der richtige Weg. Hoch ist immer gut. Auch wenn runter mal der richtige Weg ist, wenn man zum Diamanten will. Aber ja, hier ist hoch, glaube ich, das Beste. Da kam man war doch her. Hier ist viel Licht. Viel Licht ist auch gut. Ja, okay. Das kommt mir halbwegs bekannt vor. So. Dann geht's noch höher hinaus. Puh, hier mal schnell runter weg. Okay, das sieht doch gut aus. Haben wir zumindest noch einen Smaragd geholt. Wo muss ich längs? Okay, hier war die Sackgasse. Das kommt mir wirklich bekannt vor. Hier waren wir schon mal. Das ist nur eine Aussparung in der Wand. Ja, aber das ist schon mal nicht schlecht. Diese Passage, die hatten wir schon. Da sind wir schon durch. So. Da lang. Ja, das sieht gut aus. Das Auffangbecken hier habe ich mal gebastelt, damit das Wasser hier nicht lang fließt. Sehr gut. Dann haben wir hier noch ein bisschen was. Nein, keine Schätze mehr. Absolut leer gefegt. Und wieder verloren. Wie oft ich schon hier unter der Erde krepiert bin. Ja, und da geht es wieder hinauf, die Treppe. Die von mir gebaute Treppe. Ja, war es ein kleiner Ausflug. Hinunter habe ich es euch mal gezeigt. The Cave. Musste ich auch mal gezeigt haben. Kann ich euch ja nicht ewig nur erwähnen und nicht zeigen. Muss dann auch mal in einem Part vorkommen. Wird bestimmt noch öfters vorkommen, aber ja. Jetzt mal kleiner erster Ausflug. So, hinauf. Viele, viele, viele Stufen. Sind keine Stufen, aber gut. Das geht wirklich bis runter zum Grundgestein. So, da wären wir wieder. Können wir den Smaragd und das Eisen und das Gold mal ablegen. Und die Kohle. Da krummelt mein Magen. Tja. Golderz. 11 haben wir davon schon. Eisenerz. So, und Kohle ist hier. Da haben wir hier noch. Da müssen wir uns mal ein bisschen Fackeln craften. Dann können wir wieder mal runtergehen und ein bisschen. Ja, warum nicht gerade jetzt?
ein bisschen Kohle nehmen, ein bisschen Fackeln machen. Hier habe ich auch Holzkohle. Kann man auch benutzen. Also an Kohle mangelt es uns gerade wirklich nicht. So, Fackeln. Da haben wir auch Sticks für. Haben wir bestimmt hier. Nee, haben wir nicht so unbedingt, aber Bretter haben wir ein paar dabei. Eichenbretter. Ja, 64 Stück. Das reicht doch. So, Fackeln. Fackeln wir nicht lange. Wir machen uns ein paar davon. Ja. Da haben wir doch erstmal einen Vorrat. Damit kann man arbeiten. So. Alles klar. Ist recht, Herr Specht. 24 nehme ich hier mit. Ja, 64 können wir auch mitnehmen. Und wir nehmen es erstmal hier ab, die 64. Ich wollte nämlich hier mal weiterbauen. Da habe ich schon einen Gang angefangen. Können wir hier mal ein bisschen weiter buddeln. Oh, Kohle. Nehmen wir mit. Ja, nicht zu tief bauen. Ja, muss ich nachher noch verschönigen. Verschönern, nicht verschönigen. Aber erstmal so aufgefüllt. Mit Bruchstein. Zwei Spitzhacken aus Eisen habe ich mit dabei. Solange der Vorrat reicht. Können wir hier basteln und bauen. Ja gut. Ich grab hier erstmal voran. Mal gucken, wo wir hinkommen. Da lässt sich doch, glaube ich, ein ganz gutes Tunnelsystem machen. Vielleicht kriegen wir das irgendwann hin, dass wir dann alle Gebäude miteinander verbunden haben, die so entstanden sind und noch entstehen werden. Werden wir bestimmt auch bald wieder bauen. Bauparts machen. Wo wir mal wieder ein Gebäude bauen. Rathaus habe ich schon erwähnt. Das muss auch mal vorkommen. Ja. Und weiter geht's. Weiter wird gebaut. Da ist ein bisschen Kohle abgebaut. So, den Weg ebnen. So, die Wand zu. Und voran. Einfach mal den ersten Tunnel durch die Gegend schlagen. Kann man dann gucken, wie man das verbindet. Und die Idee, die ich auch hatte, in die Mitte des Dorfes, also wahrscheinlich irgendwo unter die Taverne, dass man da irgendwie eine kleine Arena hinbaut, so eine kleine Spielearena, dass man da unterirdisch vielleicht so ein bisschen ja, kämpfen kann vielleicht oder ein paar Spiele machen. Vielleicht kommt hier irgendwann mal jemand mit dazu und spielt gemeinsam mit mir Minecraft Arno, der Mordiv, Takiru oder Nininilein. Also ich merke gerade, die Herzen sind alle. Da sollten wir mal nicht weiterbauen, sondern mal ein bisschen Nahrung zu uns nehmen. Ja, hat hier mal ein bisschen weiter reingebaut. So, hier gibt es Nahrung. Melonen.
können wir noch mal ein bisschen Melonen essen. Wassermelone. Das bringt noch nicht so viel. Fleisch bringt seltsamerweise bisher am meisten. Aber ja, man kann sich ja nicht immer nur von Fleisch ernähren. Hier das gebratene Steak, das würde ordentlich reinhauen. Draußen ist es immer noch Nacht. Okay. Oder schon wieder, das ist die Frage. Da fange ich an zu stottern. Ja. Und mein Hals kratzt. Ich bin wohl immer noch nicht ganz gesund. Ja. Alles klar. Einmal mal nebeneinander legen. Stein haben wir hier. Fackeln können wir hier wieder rein tun. Zu den anderen. Kohle habe ich wieder ein bisschen bekommen. Geht uns nie aus, die Kohle. Aber das Eisen wird irgendwann alle. Das wird uns irgendwann knapp. So. Okay, hier passt nichts rein. Okay, den Granit haben wir noch runterbekommen. So, vertrocknetes Fleisch. Verrottetes. Ja, wozu wir das aufheben, weiß ich auch nicht. Aber gut. Oh, da ist die Sonne wieder aufgegangen. Können wir mal hier ins Gefängnis mit reingeben. Für die, die da irgendwann mal gefangen sind. Die dürfen verrottetes Fleisch essen. Joa. Na dann, fahren wir mal in The Cave heute. Da haben wir uns das mal angeguckt. Der Kuh geht's gut, dem Schwein. Ach ja, das habe ich auch gesattelt. Das Schwein, Klaus, das Huhn. Und was ich so offscreen alles gemacht habe. Tja. Ja, tut mir leid. Mich hat es halt überkommen und ich wollte ein bisschen spielen. So. Na komm, raus mit dir, Schwein. Nicht? Ich wollte mal das Schwein reiten. Tja. Das ist hier leider gefangen. Kommt nicht so gut raus. Na denn, dem Beet geht's auch gut. Was mit den Melonen los ist, weiß ich auch nicht. Die sind ja nicht mehr gewachsen. Das Getreide steht auch schon. Rotbeete. Karotten. Ja. Gut, das ernte ich jetzt nicht mehr ab. Machen wir im nächsten Part. Joa. Alles klar. So schaut's aus. Wir haben jetzt so viele actionmäßige Parts gemacht. Part 50, das, ja, das war nicht so actionmäßig, aber da haben wir ein bisschen rumgelabert. So viele Laberparts, vor allem Part 50 ein Laberpart, Part 51 war dann das Tutorial, Part 52 habe ich gelabert, Part 53 habe ich gelabert. Das müsste dann jetzt hier 54 sein, wenn ich mich nicht komplett irre. Da haben wir mal ein bisschen was anderes gemacht als Thematisierung und Rumgelaber. Ja, auch mal gut. Dann würde ich sagen, Däumchen nach oben, sollte euch dieses Video gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfest verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen, fürstlichen Tag. Man sieht sich im nächsten Video auf meinem Kanal wieder oder im nächsten Part von Minecraft Anno. Bis dahin, haut rein. Habt eine angenehme, fürstliche Zeit und ja, man sieht sich. Ciao, ciao.